Noah Cyrus' Debütalbum ist ehrlich, ohne Miley-mäßig exhibitionistisch zu sein. Liebeskummer, Klimawandel, Schuldgefühle und überwundene Tablettensucht sind unter anderem Thema. Für US-Autor Jörg Feier ist The Hardest Part eine Platte, die zwar viel Konfektionsware enthält, aber auch lohnende Momente mit sich bringt. Er vergibt 3 von 5 Sternen. Deathcap for Cutie haben sich verändert. Laute Gitarren, Post-Rock-Lärm und mächtige Drums. All das tritt anstelle der gewohnten Glossy-Guitars und weiten Heilräume. Alles andere bleibt. Das bittersüße Pathos, das konzise Songwriting. Gute Veränderung, gutes Album, findet RS-Autor Jörn Schlüter und vergibt 4 von 5 Sternen. Das dritte Album von Starcrawler kommt zwar laut und schnell, aber auch ziemlich harmlos daher. She Said ist zwar sehr unterhaltsam, aber leider nicht besonders originell. Mal punkig, mal wavig, aber immer mit klaren Einflüssen anderer. Nach 34 Minuten inklusive Bonustracks ist das Ganze auch schon wieder vorbei. RS-Autor Gunther Reinhardt vergibt 3 von 5 Sternen.